Okay, das heißt, wir fahren jetzt der Suche nach Prügeln. Werden wir da auch das finden? Und da ist auch schon ein erster. Was sind das für Motoren? Ja, komm her. Ich komme nicht dran. Was? Okay, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen trainieren. Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörerklasse? Ja, das ist einer. Warum? Tada! Okay. Irgendwie mache ich, glaube ich, etwas falsch. Ich will mich doch nur prügeln. Komm mal her. Oh, da vorne ist wieder einer. Los. Jetzt wird geprügelt. Wieso schlecht beim Prügeln? Ich dachte, wir sind der härteste und stärkste. Aber ja, unser alter Vater Torque hat auch gesagt, wir müssen irgendwie auf das Timing achten. Also. Was? Also mit Rechtsklick kann man weg. Aha. Ich kann die Waffen wechseln. Sehr gut. Dann mit der neuen Kette werden wir alle umbringen. Ja. Ach so geht das. Okay, mal schauen, was wir da haben. Das heißt, das Timing muss ich auch mal schauen, was genau da ist. Nehmen wir die Kette. Oh, der Kettensäge, hallo? Ah, okay. Ich glaube. Ach. Das immerhin geht so schnell, man muss nicht so warten. Was nehmen wir da? Ja, ja. Yeah. Kette, Kette. Ey, von dem haben wir nichts gekriegt, aber das war unter als der Freund. Okay. Den müssen wir irgendwie aufhalten. Der ist zu schnell. Vielleicht mit der Kette, dass wir ihn zurückhalten oder so. Ich liebe ihn, wenn man das wie das LucasArts gemacht hat. Dieser auch bei Monkey Island beim ersten Teil der Schwertkampf oder beim dritten Teil das andere. Hallo? Hey, die sieht aus wie ein Polecat, das Motorrad. Da haben wir auch nichts gekriegt von der. Komm, manche geben uns Gegenstände, manche geben uns gar nichts. Hm. Diesen hier würde ich irgendwie gerne das. Okay, der hat uns gerade Öl vorne dran gespritzt und darum, das heißt, wir müssten das von der Ferne irgendwie. Also heißt das, gegen den müssen wir jetzt mit der Kette wahrscheinlich angehen. Ja, ja, ich sehe, das wird schon extrem in die Länge gezogen, weil ich es einfach nicht fähig bin, irgendwie richtig zu kämpfen. Ich bin nicht allzu hart wie Terminator Ben. Na ja, eine Kette. Komm, wer hat die schnellere Kette? Ich! Okay, gegen Walsh. Dann vielleicht gegen einen anderen Turbo Booster das auf den Boden werfen. Hat der vorne die Auspuffe dran? Ja, mit den Füßen, komm mal noch. Ja, komm her, komm her. Der da. Ja, auch so eine Waffe. Okay, hm. Ich glaube, da wäre ich jetzt mit Fäusten besser dran gewesen, um im Gegenstand. Ja,
Wie viele Unfälle wir schon hatten. Da steht ein, war wieder auf und geht weiter. Okay, diesmal haben wir natürlich nicht das vordere Rad verloren. Wir kämpfen nur. Und wer weiß, vielleicht kämpfen wir auch gegen Vater Torg. Kämpfen und kämpfen. Du musst mir genauso wehtun wollen wie ich dir. Da hat auch wieder eine verschiedene Waffe, ich glaube. Da müssten wir ein bisschen besser die Waffen auswählen. Aber ich habe das Gefühl, es laggt ein wenig. Weil immer wenn ich die Waffe wechsle, bleibe ich irgendwie bei der Kette hangen. Und eigentlich hätte ich da gerne das Rohr gebraucht. Oder den Dietrich, oder was das auch mal ist. Danke. Ja, unsere harten Kerle sind wahrscheinlich immer diese Rottweiler. Komm her, komm her! Danke, du mit den Fäusten! Weiter rüber, los, Ben! Tu es, tu es! Hau ihn nieder! Ja! Sowas gefällt mir halt. Und die können immer wieder rausfahren. So, wer ist jetzt da vorne? Okay, da wieder. Okay, Kettensäge ist nicht gut. Das heißt, da auch ein bisschen auf Entfernung gekettet. Ich glaube, das haben wir sogar mal. Die Frau hatten wir, der Frau oder naja. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht, dass in Zukunft die Frauen alle Irokesen haben wie in diesen alten 80er, 90er Filmen. Ich hoffe, das ändert sich nie. Die schön lange Haare. Ja, ich oute mich. Ich mag schöne, lange, blonde Haare. Ah, da ist wieder einer. Okay, wer solche Haare wie die hier? Ah. Hey, Mensch, schlägt Frauen. Und da kommt der nächste. Oh, das ist gut. Jetzt hast du es kapiert. Ohne da vielleicht irgendwie die Kettensäge von der Frau umgegen das? Ja klar, mit dem Brett schneiden wir die Kettensäge, ist doch logisch. Machen wir noch einen Stuhl während der Fahrt, dass wir es gemütlich haben. Wer ist das hier? Kette gegen Kette, hatten wir schon. Der schnellere gewinnt und das bin ich. Also gegen die gleichen gewinnen wir jetzt immer. Wir müssen auch mal andere schauen. Okay. Da ist wieder die Frau. Ah. Ich glaube, das kann noch heiter werden. Ich glaube, diese Kampfsequenz werde ich in einer komplett anderen Folge machen und vielleicht dann zusammenschneiden. So, also da. Ah, jetzt kommt dieser Typ hier wieder. Wie wäre es, wenn wir da sein... Genau, Kette war das. Es sieht aus wie ein Affe. Weiter wegbleiben. Ich komme nicht dran. Mit den Füßen. Komme ich da vielleicht dran? Ha! Den Schrei gehört? Der Affe. Nein! Was macht er? Na toll. Das ist ja genial. Jetzt haben wir... Na. Ich glaube, das war nicht Ziel und Zweck von der Sache, dass er sich da selbst mörderisch irgendwie hinwirft. Aber wir haben ihn besiegt. Das war ein Schlag, das heißt, jeder hat wirklich eine Schwachstelle. Sprich Nitro, Schnecke! Nee, nicht Nitro! Ja. Die müssen wir irgendwie aufhalten. Okay, das heißt, wenn ihr vielleicht. Ja, die arbeiten ja mit den Brillen, das heißt, die sind blind. Das heißt, wenn die Brille irgendwie weggeht. Jetzt bin ich sauer! Das hätte ich gar nicht. Frisst das, Charlie!
Dieses Mal bleibst du. Du stirbst. Ah. Also Motorrad möchte ich auch gerne haben. Den breiten Reifen kannst du ja kaum mal umfallen. Das ist wie ein Auto auf der Straße. Ja. Es wird zwar schwierig, eine Kurve zu fahren, aber gerade Strecken ist das natürlich genial. Und wen haben wir? Ah, wieder die Frau. Haben wir die jetzt eigentlich besiegt? Du willst noch mehr? Achso, nee, jetzt nee. Ich mal Fleisch und deine Ringe sehen. Ah. Ich glaube, ich bin unfähig zu kämpfen. Okay, Ben ist schon dead. Ist also so oft, wie er mit Kettensägen attackiert worden ist, mit Bretter runtergeschlagen worden ist und. So. Bam. 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 Du bist mir im Weg. Du bist mir im Weg. Mir auch. Ja, die Kette habe ich schon, super. Hm, warum habe ich die irgendwie verloren? Kann man die nur gewisse Male einsetzen? Okay. Ich kapiere es nicht. Na los, der nächste soll kommen. Faust gegen Metall. Ja, aber irgendwie sind alle verwundert sich. Die werden hier runtergeprügelt. Die kommen nur her, um zu prügeln. Ja, das ist eben die raue Welt. Was macht ihr diesen Sonntag? Wir gehen auf den Highway, um zu prügeln. Ah, die Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt. Das soll ich gebrauchen. Verrückter Penner. Ja, verrückter Penner. Ach. Wie sieht denn aus? Yeah. Ich bin gerade eingeschlafen auf dem Motorrad. Zu viel Prügel machen halt dem Kopf nicht gut. Ah. Cool. Das ist also auch möglich. Naja, was die anderen nicht schaffen, schaffen wir. Wird das irgendwie noch gut gemacht, dass wenn man auf der Straße fährt, auch noch irgendwie herunterfällt. Du solltest dir wirklich einen von diesen... Und da ist wieder so ein großer. Dann, hauen auf die Fresse, Faust gegen Faust. Kennen wir doch. Nee, geh rüber. Wer wird unser nächster Gegner sein? Ich möchte gerne mal wieder diese Vultures sehen. Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. So, rüber und greif an. Feuer, okay. Boah. Thank you.
So, wer ist das? Gib mir die Kette, Kleiner. Das heißt, die Kette gegen den anderen? Ja, probieren wir mal. Das heißt, wir werden mit der Kette gegen diesen Turbo Booster fahren. Somit nahe direkt, wenn er losgehen möchte, dass wir. Ja. Nehmen wir mal probieren. Einfach das Zeittunliche bestimmen. Ha! Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Perfekt. Okay, jetzt haben wir das. Das heißt, wir brauchen eine neue Waffe. Die Kette hilft also gegen den. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch die Motorsäge. Und andere. Nein, kaputt. Nein. Faust gegen Faust. Komm, Mädchen. Na? Okay, und hier, da probieren wir jetzt, seine Sicht zu versperren dieses Mal. Ah, ja, genau. Aber das... Aggressive kleine Warze. Achso, das ist diese. Ah! So, was machen wir am besten? Bam, bam, bam. Los, runter mit dir. Ich werde nie... Ah! Ha! Ja, so geht das. Wir fahren weiter, weiter ins Verderben. Ach, schon wieder das Mädchen. Toll. Die Waffe gefällt mir. Das heißt, wir müssen irgendwie die Motorsäge kriegen. Geh rüber, Ben. Mach nicht wieder einen Unfall. Das sind ja die gleichen. So. Das ist die richtige Einstellung. Fäuste, Fäuste! In die Fresse! Bam, 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 bam! My down, my down! So, wie kriege ich jetzt am besten die Motorsäge? Also aufpassen, mal eingeschlagen, ich bin tot. Was hat der wieder für eine Waffe? Du aggressive Klatsch! Bam!
Okay. An der Nordseeküste. Ne, sind wir ja gar nicht. Wir sind jetzt in tiefen Amerika. Der Zukunft. Der hatte die. Jetzt hast du es kapiert. Das heißt ja, ein Brett vor dem Kopf, der dünner, der nicht vor... Doch, er hat... Hat er funktioniert oder nicht? Irgendwie... Nein, ich weiß nicht. Den Turbantrieb haben wir schon. Wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch mehr diese Rampe. Ah, die Frau hier. Was hatte die wieder? Du willst noch mehr? Okay. Nee, ich will nicht. Geh weg. Bin ich Feuer? Ja, toll. Ich will doch nur deine Säge, Baby. Du machst mich Feuer und Flamme. Ja, ja, ja. Ich glaube, dieser Kampf hier wird eine extra lange Folge, weil ich unfähig bin, richtig zu kämpfen. Ja, Waffe gegen Waffe. Da. Da. Verdammter Penner. Du bist sauer, ich auch. Okay, jetzt hier, da müssen wir aufpassen. Probieren wir, nachdem er da losgespritzt hat, ihm die Sicht zu nehmen. So, mit dem Dünner. Einfach immer schön Zeit. Okay, das war voll falsch. Okay, ich glaube, das geht einfach drüber. Ja. Das heißt, das geht auch nicht. Na, dann würde ich wirklich vermuten, dass es das berühmte Brett vor dem Kopf ist. Kennt ihr das, wenn jemand raus aus der Türe geht, pff, brennt einfach so schön ins Gesicht. Ja, dieses Mädchen haben wir schon auch besiegt. Ich wette, du hast was? Sag's nochmal. Ja, ist halt immer schwierig zu reden, wenn man so eine Brechstange zwischen den Zähnen hat. Aber dass die immer noch reden, ist dann. Oder? Und dass die immer noch kämpfen. Ich glaube, jetzt die Frau, die haben jetzt paar Mal besiegt. Wer ist das hier? Ist das der Kettenheini? Ah, nee, das ist dieser Typ. Ja, komm schon, komm schon. Kann auch kämpfen. Kette gibt Brechstange, Brechstange, Brechstange. In alter Half-Life-Manier. Und wieder ist das gefallen. Ich will doch nur die Kettensäge. Ja, du bist sauer, ich auch. Deine Waffe habe ich. Ich bleibe nicht. Du bleibst. Okay, ich bleibe. So, die Kettensäge und das Brett fehlen uns, glaube ich, noch. Sonst haben wir die ganzen Waffen. Und da müssen wir irgendwie mit diesem Silberfischchen da fertig werden. Ich denke wirklich, es ist das Brett, aber die Kettensäge, das Einschlag und wir sind kaputt. Ist das hier mit der Kettensäge? Jetzt hast du es kaputt. Oh, da. Okay, das Brett hätten wir gehabt. Aber ich hatte die falsche Sache. Ich hätte nicht einen Dünner nehmen sollen. Aber vielleicht die Eisenkugel wäre da sehr gut gewesen. Okay, probieren wir sonst da mal die Kugel aus. Das hat ja nicht funktioniert. Komm schon her, komm schon her. Ah. Ich komm nicht dran mit der Waffe, das ist auch komisch.
heißt, wir müssen wie etwas anderes machen. Wir fahren auf der Straße und der Straße entlang. Und da ist das Mädchen mit der Kettensäge. Los! Ah! Ah! Wir haben da... Motorsage! Jetzt können alle kommen. Wir werden jetzt alle zerhäckseln. Ich bin Motorsagen-Terminator-Ben. Und wer ist der Nächste auf meinem S-Plan? Nein. Ja. Nichts gegen die Motorsäge. Das ist ein Schau. Das ist genial. Das heißt, der Dünne. Wenn wir das von Anfang an gewusst hätten, dann wäre diese Folge wahrscheinlich 5 Minuten lang. Maximal. Aber naja. So können wir halt weitergehen. Wir suchen das Brett. Bist du das Brett? Nicht der Pit, einfach das Brett. Jetzt hast du es kapiert. Okay, dann haben wir auch das Brett und jetzt sollten wir alle Waffen haben. Ja. Okay, jetzt probiere ich einfach da gegen diesen Kabinenfisch, gegen das Silberfischchen anzukommen. Ja, dich hau ich noch mit den Fäusten runter. Ich mag dich. Findest du mich gut? Ja, ich dich auch. Oh ja, komm. Küss die Hand, schöne Frau. Ihre Augen sind so blau, die Rilly. Ja, aber okay, das ist nicht die Augenfarbe gemeint, sondern die Augenringe. Okay, du kriegst ja auch einen Augenringe hier. Hallo, wie geht's dir? Bam! 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 Immer schön lächeln. Foto, Kamera, Blitz. Bam! Runter! Oh, sieht doch ganz anders aus. Ja, das Selbstvertrauen ist zurück. Jetzt haben wir die Kettensäge. Jetzt könnt ihr nur kommen. Was wollt ihr gegen uns ausrichten? Komm schon, ich will das Silberfischchen zurück. Ich will dem Brett vorne den Kopf hauen. Du bist der Kettenheini da? Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich habe schwarz für dich gesehen. Okay, darf man ja nicht sagen. Ah, schon wieder du? Auch Ketten sagen? Jetzt hast du es kapiert. Zeit fürs Picknick. Ja, Zeit fürs Picknick. Gibt's gleich Arme mit Beine und Kopf und so. Kannibale Ben. Wie es auch in Insiderkreisen genannt wird. So, wo ist mein Silberfischchen? Ich will dich. Bin schneller, ich bin schneller. Okay, nee, halt. Ich will. Jetzt habe ich die Kettensäge verbraucht. Ich will die Kettensäge nicht verbrauchen. Ja, jetzt bist du sauer. Und jetzt. Das heißt, wir verbrauchen die Waffen. Das heißt, wir müssen das Brett unbedingt aufbauen, auch die Kettensäge. Das heißt, wir dürfen das Brett nicht verwenden, bis dieser Fisch kommt. Fisch. Ein Nordseefisch. Ah, da. So, dieses Mal Brett vor dem Kopf. Kettensäge. Von hinten auf dem Kopf. Cool. Ja, und die Brille. Okay. Rechtsklick, Brille anziehen. Ausfahrt. Wo bist du? Ist das irgendwie ein Nachtsichtgerät? Die Zahl oben steigert sich. Das ist vielleicht die Entfernung zu ihrem Dings da, weil das ja heißt, man kann nur mit der Brille. Das, nee, ist halt wieder auf Null angefangen. Das heißt, ich steige. Ja, keine Ahnung. Ich bin halt kein Silberfischchen. Ausfahrt, das stimmt auch nicht. Höhle. Okay. Okay, was gibt es hier zum Anzuschauen? Nichts. Das heißt, wir gehen gemütlich weiter. Gibt es hier etwas, um anzuschauen? Man kann hier heruntersteigen. Können die zu etwas anschauen? Oh, eine schöne Tropfsteinhöhle. Bin noch nicht verrückt. Ja,
Darüber lässt sich streiten. Na, 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 na. Wow. Ah. Woher das wohl kommt? Kann man da oben hingehen? Festung anschauen. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Naja, ich will da reingehen. Da komme ich wohl nicht rein. Na, müssen wir den hier rein lasergeschützt. Und hier, ah, ist die Rampe. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stuntshow. Hm. Können wir mitnehmen? Hey, 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 da ist Ding etwas. Ist da nicht etwas weggesprungen? Ne, da hin? Okay, Rampe. Befestigen wir ein Motorrad mit unserer coolen Anhängerkupplung. Perfekt. So, fahren wir mal los. An. Ist hier noch irgendetwas? Fahren wir einfach mal weiter. Okay. Das war in dem Fall doch keine gute Idee. Ah. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir werden auch gleich was. Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Dem Geist von Ricky Myron, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Das hört sich an wie ein Schwarm Bienen. Aber was ist mit unserem Terminator-Band los? Warum ist er nicht weggefahren? Und ist das Motorrad gar nicht aufgefallen in der Höhle drin mit ihren Nachtsicht-Übersicht-Brillen? Aber ja, ich denke, ich weiß schon, was ich machen, weil, wie gesagt, die sind blind und die sehen ja teilweise nichts. Das heißt, wenn ich jetzt die Rampe nehme und da, wo wir immer anhalten, dass wir da irgendwie die Rampe hinstellen fahren, die einfach... Ja, ich vermute etwas. Ja, wir probieren es einfach mal. Und wenn nicht, dann gibt es bestimmt noch eine Möglichkeit. Ja. Was spickt da immer weg? Wissen nicht, das vielleicht? Das ist nicht so ein Boden, das liegt irgendwie hier auf dem Boden. Ja, wieder an unsere Anhängerkupplung rangehängt und jetzt nehmen wir... Und das sind diese Flammen, die das möglich machen. Das heißt, wir fahren weg, hängen die ab und ja, wer weiß. Okay, halt an, halt an. Oh. Die Rampe wieder lösen. Verarschen wir die ein bisschen. Ach so. Das spickt einem auf. Aha! Sie orientieren sich mit den Punkten. Mit den Kerlen bin ich fertig. Ich mag die Musik, die hört sich einfach genial an. Aha, man hat ja immer das Dack-Dack-Dack-Dack gehört, wenn wir gefahren haben. Ich glaube, die orientieren sich an den Punkten. Und die Punkten haben wir natürlich jetzt, ja, kaputt gemacht. Und aus diesem Grund konnten sie nicht mehr weiter. Okay, aber jetzt haben wir alles. Das heißt,
Wir können jetzt unser Motorrad vielleicht ein bisschen frisieren, wenn wir das noch nicht gemacht haben. Was war das eigentlich? Diese Kette käme mit meinem PS nie zurecht. Oh. Was wollen wir machen? Wollen wir alles zerhäckseln? Wir brauchen kein Schraubenzieher. Wir haben eine Motorsäge. Nein. Mann, das ist ein echt prächtiges Bike. Ja, das stimmt. Okay, Motorsäge, vielleicht hier? Für sowas gibt's nur eine Verwendung, die Old Mine Road. Ja, da haben wir nach Strich und Fahren gesiegt. Das hebe ich mir für die... Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Luftfilter ran montieren. Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Mann, das ist ein... echt gutes Bike. So, dünner Brecheisen, das haben wir alles. Okay, das haben wir bestimmt einfach schon reinmontiert. Mal testen und schauen, ob es funktioniert. Nee, nicht absteigen. Fahren! In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Ja, bis ganz nach hinten Anlauf nehmen. Los. Jetzt haben wir wieder einen Winner in unserem Haar. Turbo an. Jung. Geht doch.